recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Security mit Passion. Warum dieses Setup heute und warum hat es lange gedauert, längere Videos zu machen? Generell Setup, bin gerade total im Stress. Warum, kann ich euch ganz ehrlich sagen, ich hatte vor knapp 2 Wochen, nicht mal ganz 2 Wochen, einen Schlaganfall, weil ich über 8 Jahre, sag ich jetzt mal, täglich 12 bis 18 Stunden gearbeitet habe. Weihnachten, Ostern und alles Mögliche, war mir egal, ich habe gearbeitet. Ich habe keinen freien Tag gehabt und deswegen gab es jetzt mal 2 Wochen keine Videos. Was wir heute machen, ist relativ simpel, etwas, was ich immer wieder beim Pentest, sei jetzt mal meinen Kunden ans Herzen lege, ist, weil es gibt ja diese Hardening-Checks. Ja? Und Hardening-Checks heißt eigentlich, okay, wir haben unser System, denken wir mal, abgesichert. Naja, wie sicher ist es denn wirklich? Also mal überprüfen, okay, haben wir das und das und das zum Hardening wirklich diese Maßnahmen umgesetzt? Da gibt es ein Tool, relativ cooles Tool unter Kali, das heißt Lynis. So, wie findet man es? Das ist unter Vulnerability Analysis und dann hast du hier Lynis. Bevor wir da jetzt reinstarten, ein kleiner Tipp. Es ist für PCIe, DSS, und ISO 27001 konform. Das heißt, wenn du Hardening-Checks für das machst, bist zum Beispiel Systemadministrator, wenn du mir gerade zuschaust, oder du bist Pentester und möchtest den Leuten noch den Mehrwert geben, hey, schau doch mal die Hardening-Checks auf dem System selbst an. Oder noch ein Anwendungsfall, du bist wie ihr Pentester, bist auf einem System und machst gerade die Privilege Escalation, das ist auch sinnvoll. Funktioniert für Unix und funktioniert daher für Linux und macOS. So, starten wir das Tool. Jetzt ist es relativ klein, aber gleich wieder groß, dass er dir Sudo-Rechte dafür braucht, dass er wirklich alle Checks machen kann. Bevor wir jetzt mal dann zeigen, wie es funktioniert, wenn du so einen Check machst, ja, generell, überleg dir eines, welche Ausgangslage habe ich? Es gibt dann auch einen vierten Anwendungsfall, beziehungsweise es gibt mehrere Anwendungsfälle, wo ich das einsetze, ganz ehrlich. Fangen wir mal an. macOS oder Linux, ich helfe mit Hardening-Checks bei dem Server-Administration, System-Administration. Du willst jetzt das und das sicher machen und du willst jetzt schauen, bist du ISO-compliant und so weiter, kann man das nutzen. Ja? Andere Sache, ich sage mal so, du könntest es als Remote-Scanning-Tool nutzen, macht in meinen Augen relativ wenig Sinn, da andere Tools besser sind, wie zum Beispiel Mmap, Nessus und Co. Aber man könnte es auch nutzen, ja, für das. Da hast du hier dieses Audit System, das war das Lokale, das ich gerade angesprochen habe, und Audit System Remote, wenn du es remote machen willst. Ich würde mir das Tool, kannst du bei GitHub einfach runterladen, Link in der Beschreibung, einfach das Tool runterladen, immer aufs Zielsystem und dann ausführen. Und das Letzte, was jetzt noch vom Audit funktioniert, ist, wenn ich zum Beispiel zu einem Kunden gehe, die was Software entwickeln und die haben Docker im Einsatz, dann kann man hier das Docker-File checken. Ich sage es ganz ehrlich, ist auch noch nicht 100% meiner Meinung nach ausgereift, weil wenn ich es über unsere eigenen Docker-Files drüber laufen lasse, merke ich, ja, ich kriege eine Bewertung von 1 von 100%, aber ich finde keinen einzigen Fehler. Okay, ja. Er hat nirgends einen Fehler, er hat nirgends irgendwie einen Bug, er hat überall eigentlich gesagt, ja, passt, perfekt und so. Bin ich 100%, aber habe 1%. Ja. Oder bei einem anderen, der hat Hardcore-Secrets drinnen, will ich zu viel sagen, ist beim Kundenprojekt, hat Hardcore-Secrets drin gehabt im Docker-File, findet er nicht. Deswegen, hier sage ich, Vorsicht, ja. Ja, die ganzen Show-Sachen und so, ist nicht richtig interessant, sag ich jetzt mal für uns. Und dann gibt es noch die Zermodi-Pandas, das ist meistens das, was ich bei der Privilege Escalation mache, ja. Also minus Pandas. Und einem Modus, ich komme ja eigentlich aus dem Bundeskriminalamt, habe früher dort gearbeitet, IT-Forensik gemacht, war echt ein cooler Job und da macht es vielleicht sogar Sinn, wenn du im Bereich IT-Forensik bist, bin ich ja nicht mehr, ich bin ja Pentester, ja, dass du dann mit den Forensics-Checks schaust, wenn du dir ein System mountest. Das heißt, du nimmst, du stellst jetzt eine Festplatte sicher, hast dann das Image und möchtest drüber schauen. Auch da macht es Sinn, dann sei jetzt mal, wenn irgendwie ein System kompromittiert worden ist, rauszufinden, könnte das vielleicht sein, weil File Permissions falsch sind. Solche Sachen, ja. Gut, jetzt habe ich relativ viel geschnackt. Du siehst, das war es im Großen und Ganzen. Wie funktioniert das jetzt? Non-privileged, also ich bin jetzt mal nicht im privilegierten Modus, machen wir jetzt mal meistens, sag ich mal, beim Pentest das. Da mache ich sozusagen für die Privilege Escalation, was du vielleicht das Tool LeanPeas, WinPeas, LeanEnum, was auch immer, ist komplett egal, was du nutzt, normal nutzt, das macht ähnliche Checks. Und du siehst, er schaut aufs NFS, da schaut, welche Ports sind offen, also NFS sind falsch hier, macht Kernel-Checks, SMB schaut er an, generell deine Account-Rechte und so weiter. Also der macht richtig, richtig viel. Auch die Cron-Jobs zum Beispiel ist relativ cool, weil du siehst jetzt hier im Großen und Ganzen eigentlich die wirklich wichtigen Sachen, was du dir anschauen kannst. Ja? Und im Großen und Ganzen ist es ja, wie gesagt, eigentlich für Hardening-Checks beziehungsweise wenn du für ein ISO-Audit so einen technischen Check machen willst. Ja? Sind wir da compliant?
Und ich breche es jetzt mal kurz ab, weil ich möchte noch zeigen, wenn ich nicht lokal jetzt, sag jetzt mal, Privilege Escalation machen will, sondern sage, ich will das wirklich dann bei meinen Kunden vor Ort als Hardening-Check machen, würde ich es so machen, dass ich sage sudo und dann mit dem Audit-System-Kommando, das wirklich Root-Rechte hat. Weil ohne Root-Rechte kann ich nicht alles checken und dann leuchtet ihr alles durch. Im Großen und Ganzen, wir können es ruhig durchlaufen lassen, dort ganz kurz, hast du im Endeffekt so eine Art Checklist und ich sage es ganz ehrlich, mein Kali wird nicht wirklich sicher sein, weil ich habe es out of the box und eigentlich nach jedem Pendel setze ich es noch auf, deswegen tue ich mir jetzt nicht die Mühe, außer ein gutes Passwort zu vergeben, mir absichern, ja. Was sowieso wieder, jederzeit wieder nahe gelöscht wird. Beim Mac wird es anders ausschauen, da sind relativ viele Sicherheitsrichtlinien und ja, kannst du natürlich, wie gesagt, auch unter macOS nutzen und im Großen und Ganzen durchschauen, was gibt es für Ergebnisse für uns im Pentest, wo sind Anhaltspunkte, low-hanging fruits, wo man die Privilege Escalation machen kann und bei Audit Checks und so weiter einfach nutzen und jetzt mal schauen, wo sind wir compliant und wo nicht. Und das sieht man jetzt hier, wir haben hier einen 60 von 100 Score, 262 Tests gemacht und du siehst jetzt hier, es gibt einen Malware-Scanner, es gibt eine Firewall, das ist mal gut. Generell Compliance-Status ist noch nicht, vom Audit her passt zu, Vulnerability-Scan hat er auch gemacht, das schaut auch gut aus. Und dann gibt er dir hier noch Tipps, ja, was man hier machen kann, wenn du ein bisschen hochscrollst. So, hier sind die Tipps. Ja, und das kann man dann im Großen und Ganzen in Ruhe durchlesen, kann sich dann anschauen, okay, da gibt es diese Warnings, dann gibt es diese Suggestions, also sprich Empfehlungen und im Großen und Ganzen hast du da eigentlich schon an der Hand, wenn du hier drauf gehst auf dieses Control, sagst Open Link, was es ist und was du zu tun hast. Und ich finde es persönlich, wie gesagt, ein tolles Tool. Und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video. Euer Daniel.